Das lief nicht so, wie es sich Head Coach John Patrick vorgestellt hatte. Zumindest das Endergebnis passte ihm gar nicht. Beim Tabellennachbarn Oldenburg führten die Riesen nach einem starken zweiten Viertel mit 44:35, leisteten sich aber im entscheidenden Schlussviertel eine Schwächephase und erzielten nur noch 4 Punkte. Wir hatten leider 2 Verletzungen in der dritten Viertel und wir waren da am Ende mit 6 gesunden Spielern. Und es hat nicht geklappt, aber viele positive Sachen auch vom Spiel. Und ich hoffe nur, dass wir ein paar mehr gesunde Spiele haben für Donnerstag. Nach wie vor fehlen John Patrick mit Tekal Cotton und Calvin Martin auch wichtige Spieler. Das heißt es am Donnerstag gegen die Eisbären Bremerhaven zu kompensieren. Ja, meine Sorgen liegen mehr mit anderen Spielern. Weil es sieht nicht gut aus für Tekel oder Calvin für die nächsten Wochen. Und wie gesagt, wir können auch nicht jetzt trainieren. Wir hoffen, dass die Spieler 2-mal pro Tag Rehab kriegen und dass die mindestens für das Spiel am Donnerstag halbwegs gesund sind. Weil gegen Bremerhaven geht es halt darum, zumindest jetzt erstmal diesen 8. Platz weiterhin zu verteidigen. Und es ist ein Heimspiel gegen Bremerhaven, da will man natürlich schon gewinnen. Ja, wir müssen, also ich möchte nicht sagen, dass wir gewinnen müssen, aber eigentlich zu Hause gegen Bremerhaven ist eine super Chance, die 15. Sieg zu kriegen. Nur noch 5 Spiele stehen in der regulären Runde an. Es werden sicher 5 heiße Endspiele um einen Platz unter den ersten 8 werden.